Freaky Baking. Es ist Halloween-Zeit und dementsprechend will ich natürlich auch wieder was Schönes machen zu Halloween und habe mich diesmal dafür entschieden, Spinnen-Cupcakes zu machen. Ich habe dafür natürlich auch schon mal Cupcakes und Frosting vorbereitet und habe hier dieses Mal schon mal Moncherie-Muffins fertig gemacht und so eine einfache Buttercreme. Denn die brauchen wir eigentlich im Endeffekt nur, damit die Streusel dann auch hinterher auf den Cupcakes halten. Die Rezepte, die ich verwendet habe, habe ich hier natürlich nochmal für euch verlinkt und natürlich findet ihr die auch in der Videobeschreibung. Und da habe ich natürlich bei beidem die Mengen für 12 Cupcakes genommen. Fürs Dekorieren der Spinnen-Cupcakes braucht ihr natürlich dann, wie gesagt, hier noch solche Schokostreusel. Dann habe ich hier noch so kleine Zuckeraugen. So ein bisschen Candy Melts, am besten schwarze, oder ihr könnt auch Zartbitterkuvertüre nehmen. Und dann noch solche Mikado-Stäbchen oder diese Schokolade-Dinger. Davon braucht ihr aber reichlich, denn bei 12 Cupcakes und jeweils 8 Beinen braucht ihr natürlich dementsprechend viele Schokobeinchen. Aber ich mache ja 2 Varianten, dementsprechend müsst ihr dann gucken, welche ihr lieber macht. Dann braucht ihr nämlich entweder mehr Beine oder mehr von der Kuvertüre oder den Candy Mats. Als erstes habe ich jetzt schon mal hier die ganzen Beine vorbereitet. Dafür nehmt ihr jetzt einfach diese Mikado-Stäbchen oder diese Schokoladinger und brecht die ungefähr bei der Hälfte durch und legt euch die schon mal auf ein Backpapier. Und zwar so, dass die alle so einen Winkel ergeben. Und dann müssen wir die natürlich mit den Candy Melts so ein bisschen in der Mitte zusammenkleben. Dafür habe ich mir auch schon mal die Candy Melts in so einem Spritzbeutel gefüllt oder halt einen Gefrierbeutel, je nachdem, was ihr gerne nehmen möchtet. Und habe mir hier so eine kleine Ecke vorne abgeschnitten. Und damit fügen wir jetzt die ganzen Beine erstmal zusammen, damit das dann schon mal trocknen kann, bevor wir die dann alle zusammensetzen. Und wenn wir die jetzt soweit schon mal präpariert haben, dann tun wir die erstmal noch in den Kühlschrank, damit die ein bisschen hart werden können. Und dann wollen wir natürlich unsere Cupcakes fertig machen. Wenn die Beine jetzt erstmal im Kühlschrank sind, dann wollen wir jetzt natürlich unsere Buttercreme hier auf unsere Cupcakes auftragen. Dafür nehme ich mir einfach ein Messer und streiche das dann auf die Cupcakes drauf. Die Buttercreme habe ich auch extra schwarz eingefärbt, damit das dann farblich auch schön zu Halloween passt. Und das ist auch eine ganz einfache Buttercreme. Ihr könnt dann natürlich auch jedes Rezept verwenden, welches ihr gerne möchtet. Egal ob bei den Cupcakes oder auch bei dem Topping, was ihr oben drauf macht. Das ist euch überlassen, was ihr da gerne machen möchtet. Aber ich habe halt, wie gesagt, jetzt diese Moncherie Cupcakes gemacht und so eine ganz einfache Buttercreme. Und die streiche ich jetzt, wie gesagt, hier so auf den Cupcake drauf, sodass so eine leicht runde Form oben drauf entsteht. Und wenn wir das haben, dann drehen wir den einmal um und tunken den in unsere Streusel rein. Und so machen wir das dann natürlich auch mit all unseren anderen Cupcakes auch noch. Wenn ihr eure Cupcakes jetzt soweit schon mal fertig habt, dann gibt es ja 2 Varianten, die ich hier mache. Und für die eine braucht ihr auf jeden Fall einen Teller, damit fangen wir jetzt auch an. Und nämlich auch die Candy Melts, die wir noch über haben. Und dann tun wir uns jetzt immer so einen Cupcake auf den Teller drauf. Und machen dann sozusagen einen Kopf aus Schokolade hier dran. Und natürlich auch die Spinnenbeine. Dann brauchen wir natürlich unsere Zuckeraugen, denn die kleben wir jetzt natürlich noch hier auf die Schokolade drauf. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Variante, wenn man nicht so gerne Candy Melts mag, dann kann man nämlich das so auf dem Teller drapieren, dass das schick aussieht auf dem Teller. Und wer mag, kann sich dann den Cupcake einfach rausnehmen und kann den Cupcake einfach so essen. Jetzt wollen wir natürlich noch die Variante machen, wo die ganzen Beine an den Cupcakes natürlich dran sind.
Dafür brauchen wir jetzt noch so ein klein bisschen was von dem Icing und natürlich auch wieder diese Zuckeraugen und machen dann so ein bisschen was von dem Frosting damit dran und kleben die Augen auf die Cupcakes auf. Und wenn wir das jetzt haben, dann holen wir natürlich unsere Spinnenbeine wieder aus dem Kühlschrank raus und stecken die in unsere Cupcakes rein. So, jetzt nehmen wir uns hier immer unsere Spinnenbeinchen und müssen dann natürlich vorsichtig sein, dass sie nicht wieder auseinanderbrechen und stecken alles, was hier weiß ist, in den Cupcake rein. Unsere zwei Varianten Spinnen-Cupcakes fertig. Es ist wirklich recht schnell gemacht und es ist auch recht simpel. Ihr nehmt einfach euer Lieblingsrezept an Teig und auch euer Lieblingsfrosting. Macht es am besten relativ dunkel und tunkt das dann schön in die Streusel rein. Dann macht ihr noch die Beinchen fertig und schon habt ihr es. Wie gesagt, ihr könnt halt jedes Rezept nehmen, was ihr gerne wollt. Ihr könnt natürlich auch das Rezept nehmen, was ich hier jetzt gemacht habe. Wie gesagt, das waren Mancherie-Muffins und so eine ganz normale Buttercreme, die ich jetzt darauf gemacht habe, die ich einfach schwarz eingefärbt habe. Und halt einfach ein paar Schokostreusel und diese Mikados oder halt diese Schokolade-Dinger, die es auch zu kaufen gibt. Die könnt ihr beide benutzen. Und je nachdem, welche Variante ihr machen möchtet, braucht ihr wie gesagt mehr Candy Melts für diese Variante oder mehr von diesen Mikado-Stäbchen oder sowas für die Beinchen. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Rezept und würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn ihr mehr Kommentare dazu da lasst. Nächste Woche könnt ihr euch auch schon mal freuen, denn da ist ja natürlich schon Halloween am Freitag. Und ich werde dann natürlich vorher noch an dem Mittwoch, diesmal nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch wird nochmal ein Freaky Baking Rezept online kommen. Und zwar von so drei schnell gemachten Party Snacks. Darauf könnt ihr euch dann auch schon mal freuen, damit ihr auch für eure Party dann den passenden Süßkram habt und natürlich auch vielleicht auch noch ein bisschen was Herzhaftes. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, die ich vielleicht mal zu Halloween oder zu anderen Feiertagen auch für euch machen soll, dann schreibt mir die auch in die Kommentare. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich die dann auch für euch umsetzen kann. Und vielleicht fange ich nächstes Jahr dann einfach schon ein bisschen früher an, je nachdem, was ihr auch gerne sehen möchtet, um euch vielleicht noch ein paar mehr Rezepte zu zeigen, die ihr vielleicht für Halloween dann auch machen könnt. Das war's dann jetzt auch erstmal von meinem Spinnen-Cupcake-Halloween-Rezept. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei meinen anderen Videos mal reinschaut und sagt dann einfach bis nächstes Mal. Bye bye. So, wir sind auch wieder auf der Endcard. Ich habe hier natürlich noch so ein paar Videos für euch verlinkt. Und hier an der Seite findet ihr natürlich auch die beiden Rezepte, die ich hierfür verwendet habe. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, jedes nehmen, was ihr gerne möchtet. Aber falls ihr die gerne machen möchtet, die ich gemacht habe, dann findet ihr die auf jeden Fall hier an der Seite. Da findet ihr auch meinen Zweitkanal. Da könnt ihr euch natürlich auch gerne mal durchklicken. Und wenn ihr öfter mal meine Kreationen sehen wollt und daran erinnert werden wollt, was ich dann so Tolles gemacht habe, beziehungsweise ob was Neues online gekommen ist, dann könnt ihr auch gerne auf Abonnieren klicken. Da würde ich mich natürlich riesig freuen. Und jetzt kommt natürlich die Nahaufnahme von meinen Kreationen, die ich hier gemacht habe.